Hallo, ich bin Eva Schumacher. Ich bin Pastoralreferentin in der Pfarreiengemeinschaft Lingen Süd. Ich begrüße Sie heute zu unserem kleinen Videoimpuls. Ich habe mir ein Thema ausgesucht, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich möchte das nicht allein machen, sondern ich habe für dieses Thema einen absoluten Fachmann eingeladen. Den hole ich jetzt mal zu mir. Da ist er schon. Hallo, sag mal den Leuten, wie du heißt. Finn. Und wie alt bist du? 4. Finn ist ein Kind. Und weil Finn ein Kind ist, ist er absoluter Fachmann für das Thema, was wir heute haben. Wir haben uns Finn eine Geschichte angeguckt. Eine Geschichte, die in der Bibel steht. Weißt du das noch? Mhm. Weißt du nicht mehr? Na, da waren ganz viele Frauen. Und die hatten ihre Kinder dabei. Und weißt du noch, wo die mit ihren Kindern hingehen wollten? Zu Jesus. Und was wollten die von Jesus? Kuscheln. Kuscheln. Die wollten ihm ganz nahe sein und die wollten, dass Jesus die Kinder segnet, richtig? Mhm. Und dann waren die da und dann waren da Männer. Und weißt du noch, was diese Männer gesagt haben? Mhm. Doch, das weißt du. Was haben die Männer zu den Frauen und Kindern gesagt? Jesus hatte keine Zeit. Haben die Männer gesagt, ne? Dass Jesus beschäftigt ist und dass die Frauen mit den Kindern doch wieder weggehen sollen. Und, war das nett? Nein. Nein, ne? Und weißt du noch, was dann passiert ist? Wer dann was gesagt hat? Ja. Wer denn? Jesus. Und was hat der gesagt? Weiß ich nicht. Der hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Schick die nicht weg, sondern die sollen zu mir kommen, ne? Und was haben die dann gemacht? Zu ihm gekommen. Und was haben die gemacht? Mit ihm gekuschelt. Die sind zu ihm gegangen und er hat sie angefasst und er hat sie auf den Schoß genommen und er hat sie gesegnet, richtig? Genau. Also, ich glaube, dass diese Geschichte zwar irgendwie ganz nett zu hören ist, wenn wir in der Kirche sind und alles ruhig ist, und das ist aber in der Realität, und dass wir dann sagen, ja, das ist total wichtig, dass die Kinder zu einem kommen können, dass die Kinder wichtig sind. Und trotzdem ist es im Alltag manchmal so, dass eben doch keine Zeit dazu da ist. Trotzdem ist es so, dass ich normalerweise nie für meine Arbeit hierher kommen würde, weil ich genau weiß, dass Finn mich nicht arbeiten lassen würde. Eva, bitte? Kannst du wieder von vorne anfangen? Nee, jetzt nicht. Was wir jetzt in dieser Zeit, die irgendwie schwierig und kompliziert ist, geschenkt bekommen, ist Zeit. Und diese Zeit können wir nutzen. Und vielleicht können wir sie nutzen für die ganzen Kinder, die sonst oft wegen der Arbeit oder wegen anderer Dinge, die zu tun sind, hinten anstehen müssen. Jetzt haben wir viel Zeit geschenkt und vielleicht können wir die wirklich mal nutzen für die Kinder, damit die mal ihre Fragen stellen können. Damit die eben die Zeit bekommen, die ihnen eigentlich zusteht. So, sollen wir noch ein kleines Gebet sprechen? Holst du das Büchlein? Guter Gott, Schritt für Schritt gehe ich durchs Leben. Mal gibt es Sonne und mal Regen. Guter Gott, auf all meinen Wegen bin ich beschützt durch deinen Segen. Amen. Und so wünsche ich Ihnen und uns allen in dieser etwas seltsamen Zeit doch ganz viele segensreiche Momente mit den Kindern.